Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr habt turbo geil geschlafen. Es geht euch gut. Ihr habt richtig gute Laune. Und weil es auf diesem Kanal seit 243 Jahren keine Videos, geschweige denn Champions-Raten kam, möchte ich mit euch das natürlich heute machen und auch direkt nochmal gerne erklären. Champions-Raten. Ja, es gibt 6 Champions, die wir insgesamt suchen. Ich werde euch für jeden dieser Champions 4, insgesamt 4, Tipps geben. Der erste ist meistens relativ schwierig und der letzte meistens auflösend. Dementsprechend gibt es Punkte für jeden Tipp. Das heißt, wenn ihr den Champion beim ersten Tipp sofort erratet, bekommt ihr 4 Punkte. Beim zweiten Tipp sind es 3, beim dritten Tipp sind es 2 Punkte. Und beim letzten Tipp, ja, der ist ja meist sehr einfach, gibt es dann leider nur noch einen Punkt. Aber hey, ihr habt es dann immerhin geschafft und ein Punkt ist besser als gar kein Punkt. Außer ihr macht gar keinen Punkt, dann habt ihr natürlich gar keinen Punkt. Ihr dürft euch natürlich, beziehungsweise ihr müsst euch festlegen, das heißt, wenn ihr beim ersten Tipp direkt sagt, okay, hey, es ist Talon oder es ist Proteinpulver oder was weiß ich, dann könnt ihr euch nicht mehr umentscheiden, dann ist vorbei, Ende. Wir wollen auch direkt anfangen und zwar mit dem 6. Champion, beziehungsweise der Top 6 und zwar Tipp Nummer 1. Ach so, Schwierigkeitsgrad noch ganz kurz. Ich denke, es ist sehr gemischt. Das heißt, es sind sehr einfache Champions dabei, aber auch sehr schwierige. Ihr könnt mir aber natürlich gerne sagen, hey Tobi, dieser Tipp war Turbo-Scheiße oder Turbo-Geil. Auf geht's! Tipp Nummer 1. Diese Mauer hält nur deinen Geist auf, aber nicht deinen Körper. Oh mein Gott, wie poetisch ich war. Also ich fand es schon cool. Also es war okay. Ja, es war okay. Ihr dürft natürlich das Video auch kurz anhalten, ihr dürft euch aber keine Champion-Liste aufmachen, ne? Wer das macht, minus 1000 Karma-Punkte und schlechter Sex. Tipp Nummer 2. Dieser Champion benötigt auf der Midlane Skill und ist sehr weich, meistens, und wird deswegen im Jungle gespielt und benötigt absolut 0% Skill. Also wirklich 0. Nada. Nothing. Basic Nadutschke. Niente. Niat. Nun. Nun. Nani. Okay. Er ist, also Tipp Nummer 3. Er ist mit auf deiner Lane, obwohl er oder sie nicht auf deiner Lane ist. Zum Beispiel, ich hätte jetzt schon gesagt, es ist turbo einfach, aber vielleicht ist es gar nicht so turbo einfach. Vielleicht aber doch. Tipp Nummer 4. 3, 2, 1, Pentakill. Ja, das war's schon, Pentakill. Ich meine eigentlich gar nichts, ne? Entweder ihr wisst es oder ihr wisst es nicht. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und ja, ich werde nicht aufhören, euch zu Trash-Talken. Das gehört dazu. Es handelt sich bei diesem Champion um Katus, tatsächlich. Ja, seine Mauer ist natürlich diese Mauer der Seelen. Ihr könnt da durchlaufen, aber ihr seid natürlich komplett verkrüppelt. Also eigentlich betrifft es ja auch den Körper, aber vielleicht seid ihr einfach so mental geschädigt, weil muss ja mental sein, dass ihr einfach gar nicht mehr richtig laufen könnt, ne? Der Champion, ja, war damals ein Midlane-Champion tatsächlich. Und ich muss sagen, Katus Midlane war wirklich schwierig, weil die Bomben auf der Lane zu landen war teilweise gar nicht so einfach. Und jeder, der euch engaged, killt euch sofort. Deswegen, Katus Midlane ist sehr, sehr schwierig gewesen. Und deswegen haben die Leute ihn einfach in den Jungle gepackt. Weil da kannst du nicht direkt stehen. Du kannst deine Spells nicht verfehlen. Also kannst du schon, aber du verfehlst deine Qs nicht. Und du bist halt nicht so anfällig gegen irgendwelche Gangs. Also klar, Counter-Jungle gibt's, aber ne, ist einer der Gründe, warum er im Jungle ist. Und er braucht absolut nur Skill. Ist so. Ja, er ist auf deiner Lane, obwohl er nicht auf deiner Lane ist, ist natürlich seine Ultimate und das ist auch der Grund, warum man Pentakills macht. Ab und zu, manchmal, könnte sein. Der nächste Champion. Tipp Nummer 1. Eine seiner Spells heißt Günstling der Sterne. Ja, aber Tobi, ich hab das Spiel nicht auf Deutsch. Auf Englisch heißt es Starlight's Touch. Er ist komplett unterschiedlich. Eigentlich müsste es ja irgendwie Cheapling of the Stars heißen oder so. Starlight's Touch oder Günstling der Sterne. Wer könnte das sein? Wer hat was mit Sterne zu tun? Genau deswegen habe ich nämlich diese Frage reingemacht. An wen denkt ihr jetzt? Das würde mich interessieren. An wen denkt ihr? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Schreibt es auch gerne in die Kommentare von irgendwelchen anderen Leuten. Ist auch okay, ist cool. Ne, bei Bibi einfach mal drunter schreiben. Nee, da nicht. Tipp Nummer 2. Kann Gegner blenden, was diese aber nicht blendet, sondern stunt. Alter Tobi, was laberst du, Bruder?
kann Gegner blenden, was dieser aber nicht blendet, sondern stunt. Was, Bruder? Tipp Nummer 3 ist fast wie ein Super Mario Stern, den man einsammelt. Ist das Turbo einfach oder so einfach 20.000 Fragezeichen? Für mich als Ersteller ist das halt, boah, ohne Witz, ich dürfte kein Game Designer sein, weil immer wenn ich sage, es ist super einfach, dann sagt ihr, Tobi, das war Turbo schwer. Und wenn ich sage, war Turbo schwer, dann sagt ihr, ja, war Turbo schwer. Nee, aber ist halt, ich weiß ja, um wen es geht, aber bei euch, ihr müsst ja alle 112.000 Champions abklappern. Tipp Nummer 4, hat einen Poolparty-Skin und ist super sexy. Denke ich mal. Es handelt sich hierbei um Taric. Ja, Taric ist quasi der Günstling der Sterne irgendwie. Ich meine, man hätte noch an Aurelion, wahrscheinlich haben die meisten von euch an Soraka gedacht. Aber hat sie einen Spell, der Günstling der Sterne hat? Heißt wahrscheinlich nicht. Seine E heißt tatsächlich Blenden bzw. Dazzle. Ja, also man blendet die Gegner durch dieses Licht und dadurch werden sie gestunt. Verrückt. Und ja, er sammelt tatsächlich so einen Stern ein, der von oben kommt und dann ist er unsterblich, wie bei Super Mario, ne? Und ja, Poolparty-Skin, also ja, ich bin ein Mann, aber ich finde, ich bin ein Mann und ich sage, obwohl ich nicht auf Männer stehe, kann man sagen, hey, ne, der sieht super sexy aus, oder? Kann man sagen, oder? Ist das so? Glaube schon, oder? So ein Poolparty-Boy? Na gut, nächster Champion, wir müssen ein bisschen Gas geben. Tipp Nummer 1. Dieser Biss trifft doppelt. Ich wiederhole, dieser Biss trifft doppelt. Tipp Nummer 2. Normale Angriffe gegen markierte Ziele verursachen 3,25% des maximalen Lebens des Ziels. Tipp Nummer 3. Diese Ultimate hat keine direkte Abklingzeit. Keine direkte Abklingzeit. Ultimate. Und Tipp Nummer 4, verursacht 20% zusätzlichen Schaden an Drachen. Welcher Champion könnte das denn wohl sein? Boah, Tobi, jetzt bin ich aber wirklich überfragt. Hierbei handelt es sich nämlich um Shai Wang, um Shyvana. Und das mit dem Biss, ja, hä, Tobi, sie weiß gar nicht, aber ihr Spell heißt tatsächlich Doppelbiss, ja. Und sie greift zweimal an. Und sie macht, glaube ich, mit ihren... Sie hat ja auch so einen Drachenkopf. Sie macht, glaube ich, so einen Biss-mäßig. So, sie beißt zu mit den beiden Händen. So, ne? Normale Angriffe, das ist ihre E, wenn sie Feuer auf die Gegner macht. Und ihre Ultimate, so steht es auch in der Beschreibung auf LoLWiki, hat keine direkte Abklingzeit und ist ja auch so, ne? Du musst es halt mit Attack-Speed bzw. mit Angriffen reduzieren. Ja, mehr Attack-Speed, mehr Angriffe, gleich weniger Cooldown. Und sie macht tatsächlich mehr Schaden an Drachen. Champion Nummer 3. Tipp Nummer 1. Ich glaube, der ist super einfach. Sendet einen Windstoß in die gewählte Richtung, welcher Gegner zurückstößt. Unter anderem. Tipp Nummer 2. Schlitzt alle Gegner in einer Linie vor sich auf, verursacht normalen Schaden, wobei alle Ziele nach dem ersten nur 75% des Schadens erleiden. Tipp Nummer 3. Sprintet eine fixe Distanz Richtung der ausgewählten Einheit und verursacht normalen Schaden. Und der letzte Tipp. Normale Angriffe und Grundfähigkeiten verursachen zusätzlichen magischen Schaden und erhält zusätzliches Lauftempo. Also ich hätte gesagt, ist Turbo einfacher. Vielleicht ist gar nicht Turbo einfach. Vielleicht ist Turbo schwer. Müsst ihr mir unbedingt sagen. I don't know. Hierbei handelt es sich nämlich um Qiyana. Natürlich wollte ich euch am Anfang so Richtung Janna oder sowas drücken, aber ihre Q zum Beispiel, der Windstoß, der Wirbel, knockt keine Gegner zurück, sondern nur nach oben. Und ihre Ultimate geht halt in jede Richtung und nicht nur in die gewählte Richtung. Könnt mir aber gerne sagen, ob ihr direkt an irgendwelche Wind-Champions gedacht habt, vielleicht auch sowas wie Riven, aber sie macht ja auch keinen Windstoß direkt, der Gegner zurückknockt. Auf jeden Fall ist das ihre Ultimate.
Ja. Außerdem schlitzt sie alle Gegner in einer Linie auf. Das ist ihre Q. Sie sprintet eine fixe Distanz. Das ist ihre E. Und normale Angriffe und Grundfähigkeiten verursachen zusätzlichen Schaden ist ihre W. Kann natürlich sein, dass die Leute noch nicht so viel Qiyana-Erfahrung haben und deswegen ihre Skills noch nicht genau kennen. Könnt ihr gerne sagen. Champion Nummer 2. Jetzt hätte ich fast seinen Namen gesagt. Ich verursache in deinem Kopf üble Visionen. Wer könnte das sein? Plötzlich ist es hier so still. Generiert 2 Aufladungen, beschwört nach 0,35 Sekunden X. X ist eine Variable, austauschbar, dies, das, kennt er. Drei, zwei, eins, Flash Outplay. Hierbei handelt es sich natürlich um Malzehaar, Schmalzehaar, der Zahnschmelzzerstörer. Ja, er verursacht tatsächlich üble Visionen in deinem Kopf. Das ist seine Q, sie heißt tatsächlich üble Vision und ihre E, seine E, tut mir leid. Das ist der Dot, den er auf die Gegner macht. Und ich meine, im Prinzip habt ihr jetzt schon was gelernt. Ne? Das ist nicht einfach irgendeine Krankheit oder sowas, sondern er schädigt eure Mentalität. Ja? Er will, dass ihr surrendert, wenn ihr jedes Mal diese E drauf kriegt. Es gibt einfach, na, euer Gehirn gibt irgendwann auf. Er kann natürlich silencen, das ist seine Q. Ne? Plötzlich ist es hier so still. Er hat 2 Aufladungen, das ist, wenn er seine kleinen Viecher beschwört. Und das Flash-Outplay ist natürlich seine Ultimate. Und damit kommen wir zum allerletzten Champion, beziehungsweise dem Top 1. Tipp Nummer 1. Wir sind 2, obwohl wir nur 1 sind. Ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich den Tipp höre, man kann drauf kommen, ist aber schon schwer. Also zumindest beim ersten Tipp. Ihr könnt natürlich All-In gehen und raten, ist aber schwer. Obwohl beide rennen, rennt nur einer. Ich, also der Gegner, läuft durch den Fluss und wird plötzlich turbo langsam. Hätte ich rauscutten können, hätte ich aber auch drin lassen können, so wie ich es habe. Ne, man darf nicht alles verschleiern. Darf man nicht. Hashtag für Transparenz. Ich wiederhole nochmal. Ich, der Gegner, läuft durch den Fluss und wird turbo langsam. Und Tipp Nummer 4, entweder nom 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 oder yam yam yam. Oder mampf mampf mampf. Bei diesem Champion handelt es sich um Nunu, beziehungsweise um Nunu und Willump. Willump ist ja der Kleine, ne, das wissen die meisten gar nicht. Und Nunu, nee, stopp, ja, Nunu ist doch der Kleine und Willump ist der Yeti. Ne, und sie sind halt 2, obwohl es halt ein Champion ist, so gesehen. Und obwohl beide rennen, also da kann man drüber diskutieren, ne? Das heißt, wenn Nunu zum Beispiel seine Schneekugel macht, dann rennt er ja. Und insgesamt rennt der Champion, aber Nunu selber, also Willum rennt, aber Nunu selber nicht. Also ja, klein. Ja, und die Ultimate ist natürlich, du wirst turbo langsam, wir kennen es alle. Du läufst durch den Jungle oder irgendwo und zack, auf einmal super geslaut. Und das letzte ist natürlich das Fressen. Ihr könnt natürlich jetzt oben rechts, wenn ich es nicht vergessen habe, voten, wie viele Punkte ihr insgesamt eingesammelt habt. Könnt sagen, hey Tobi, welche Tipps fandet ihr besonders geil? Welche fandet ihr besonders scheiße? Und wie der Schwierigkeitsgrad insgesamt so war? Ich denke, beim nächsten Mal wird es ein poetisches geben. Ein poetisches oder auch mal mit Sounds. Das ist auch so ein Ding, was ich mal machen möchte. Hier noch ein Witz, den ich mir selber ausgedacht habe. Und zwar folgender. Wie nennt man jemanden, der in der Sonne war und stumm ist? Braunschweig. Okay. Ja, gut. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. My submission to get 89 RP for King of Clubs Mordekaiser. Trending on League. Tschüss.